Hier aus organisiert sie mit ihrem Team alles, was mit dem Chor und den Knaben und den Reisen zu tun hat. Ja, es geht los hier mit Notenherstellung, mit Kleidungsfragen beantworten, Kleidung neu bestellen. Dann gibt es die Firmen nicht mehr, die schon mal die Pullis gemacht haben. Die Pullis, der Stoff läuft aus, dann läuft man hinterher. Dann Organisation, Konzerte. Selbst im Haus die Organisation, ja, die ganze Notenverwaltung und die ganze Elternverwaltung. Und also es ist... Ich kann das gar nicht erst sagen, was so läuft. Die fragen mich oft am Abend, was hast du jetzt heute eigentlich getan? Aber es scheint doch vorwärts gegangen zu sein, irgendwo in irgendeine Richtung. Und Rundschreiben an die Eltern, die müssen ja, das ist also auch so ein Hauptthema hier, müssen ja informiert werden, die sie dann nicht lesen, die Rundschreiben, und dann nicht Bescheid wissen über, oder der Junge teilt, gibt es nicht her zu Hause und... Dann schickt man es per Fax, das ist nicht eingeschaltet, weil das über den Computer läuft. Und dann telefoniert man doch lieber. Und also es ist, es geht ins, einfach alles ins Unendliche. Musik bestimmt das ganze Haus. Und über die Musik hat sie auch ihren Mann kennengelernt. Am Karl-Orff-Institut in Salzburg. Von da an waren sie ein unzertrennliches Team, privat und beruflich und bei allen Reisen ihres Tölzer Knabenchores. Von Bayern bis Hamburg, von Rom bis Stockholm, von Paris bis Chicago. Gut, weiter. Diese Buben sind schon seit über 2 Jahren bei den Tölzern und inzwischen im Chor 2 angekommen, den Dietrich Bettnarz leitet, selbst ehemaliger Tölzer Knabe. Insgesamt singen in allen 4 Chören mehr als 200 Knaben, die von 6 Chorleitern und Gesangspädagogen betreut werden. Pro Jahr meistern vor allem Chor 1 und 2 und die Solisten zusammen etwa 250 Konzerte und Opernaufführungen. Gut, und die Quellen und Wellen 1, 2. Und die Quellen und Wellen, die Quellen und Wellen, Gazellen, Forellen, Gazellen, Forellen, die Wellen zu nennen, durch all die Wellen, es ist letzte, so schnell es geht. Der Chor 2 ist letztendlich der schwierigste Chor innerhalb des Tölzer Knabenchors, weil da müssen die Kinder die Konzertreife erlangen. Und im November, Dezember, in der Weihnachtszeit, da singen sie nicht als Nachwuchschor des Tölzer Knabenchors die Weihnachtskonzerte, sondern als der Tölzer Knabenchor singt. Und entsprechend muss das Niveau auch sein, weil wir kriegen ja das gleiche Geld, als wenn es der Chor 1 wäre. Also müssen sie auch die Weihnachtslieder genauso gut rüberbringen wie der Chor 1 eben, wie der Konzertchor. Und das macht es natürlich etwas stressig für alle Beteiligten, aber letztes Jahr habe ich das so schon hingebracht, dass letztendlich keiner abgesprungen ist und dass es trotzdem funktioniert hat, dass wirklich ein ganz tolles Niveau dann da war. Aber man muss halt wirklich tricksen und muss den Kindern auch letztendlich am Ehrgeiz packen und sagen, schau mal, das müssen wir erreichen innerhalb der kurzen Zeit, die uns bleibt. Und dann ziehen die schon ganz schön das Tempo an. Jedes Jahr kommen also, jetzt heuer waren es 30 neue in den Chor 1 und zwar immer zu Ostern. Und die Neuen, die heißen dann Tribis, das ist eine Kindererfindung und heißen Trittbrettfahrer. Bei den Thomanern hießen die Aspiranten. Die haben dann ein Jahr lang nicht mitgesungen, durften nur zuhören, zu meiner Zeit. Das finde ich nicht gut. Die Kinder dürfen bei mir mitsingen und zwar müssen blitzschnell reagieren. Plus Tribis, Minus Tribis und einzeln. Und die werden jede Probe, werden 20, 30 einzeln getestet. Die Kollegen kritisieren selbst und sagen, der hat einen engen Hals, der macht den Fehler, der hat eine steife Zunge und steifen Kiefer. Und so kristallisieren sich die Solisten heraus. Fa, 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 fa. Fa, 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 fa. Genau, es geht Luft raus, aber du hältst sie hier an. Das ist die Kunst. So, mit diesem Ton gehen wir nach oben. Fa. Fa.
Die ersten Solisten, wie Frederik, bekommen ihre Solostunden von Professor Schmidt-Gaden. Manchmal in Benedikt Beuern, oft in München. Halten! Anknallen! Du Hund, du, mit freundlichem Gesicht. Du Hund, du! Genau, du Hund, du Greislicher! Du Hund, du Greislicher! Das ist ausgezeichnet. In den 60er Jahren gab es keine Knaben, die an Opern sangen. Das war während des Dritten Reiches. Und kurz danach, dann haben die Regensburger Domspatzen mal in Salzburg gesungen. Und normalerweise an einer Staatsoper wurden dann kleine junge Damen aus der Opernschule eingesetzt. Und da kam eben ein Dirigent drauf, das war der Herr Fritz Rieger und danach der Sawallisch. Und die haben gesagt, jetzt probieren wir mal die Tölze aus. Und von da ging das ruckartig durch die ganze Welt und wir haben an allen großen Opern gesungen. Wie viele Zauberflöten sind schon bestritten durch Knaben, die von Ihnen ausgebildet sind? 2000.